Dann sind wir jetzt mal online und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, gestern in dem zweiten Video war natürlich ein bisschen doof, dass ich gesagt habe, das kommt erst heute und so weiter, weil natürlich aus aktuellen Anlass kann ich euch schlecht erzählen, sage ich mal, dass es 1500 Gems gab, ein Tag später, weißt du, irgendwann ist mir das eingefallen und hab gedacht, du kannst den Leuten nicht einen Tag später sagen, dass es was gratis gab. Ja, sie möchten es, vielleicht haben sie es noch gar nicht gesehen, dass es was gratis gibt und freuen sich natürlich so, dass, das muss ich mal eben ausmachen, dass es was gibt und nicht was gab. Das war ein bisschen doof von mir eigentlich, deswegen habe ich mich aber dann auch aus aktuellen Anlass, habe ich mich dann entschieden, dass ich das einfach um 18 Uhr rauswerfe, das Video. Ich hoffe, das hat euch trotzdem geschmeckt, dass ihr mal zwei Folgen von mir an einem Tag gesehen habt. Und wollte heute tatsächlich nur ein bisschen kürzer auf die... Ja, tatsächlich ist das Balance-Update schon da und endlich hier auch angekommen. Komischerweise steht hier tatsächlich Release Notes vor einem Tag. Habe ich hier aber nichts gelesen. Irgendwas ist da schiefgelaufen hier im deutschen Client. Ja, weil hier gab es nichts vor einem Tag, habt ihr ja bei mir gesehen. Aber das gibt es jetzt und ich würde natürlich ganz gerne auf die Sachen eingehen, die Supercell da mit reingebracht hat. Hier in dem Dorf, hier gab es übrigens nichts Neues, außer, dass es wieder Tannenbäume mit Schnee gibt. Ja, okay, also Hindernisse mit Schnee, den baue ich eigentlich immer ab. Und das gibt es im Tagdorf auch, da oben. Ja, also es gibt wieder was mit Schnee. Ich habe in den Einstellungen schon geguckt, der Schnee ist nicht abstellbar. Dabei geht es aber auch nur um den Schnee, der ja schneit, den man abstellen kann. Und den kann man eigentlich immer nur zur Winterzeit abstellen. Im Moment nicht, ist wahrscheinlich nur... Naja, hatte vielleicht ein Entwickler so die Idee, das sieht sowieso keiner, aber der Toto sieht alles. Wo ich mich wirklich ein bisschen schwer mit tue, muss ich sagen, ist Folgendes. Und zwar... Es gibt ja jetzt diese Anzeige, das plus 1 heißt 100% aufgeladen, also die, wie heißen sie nochmal? Ich muss wirklich nachgucken, wie diese Punkte heißen. Das ist die Extra-Leben-Leiste. Plus 1 heißt 100%, kleiner hätten sie es nicht machen können. Guckt euch das Ganze mal auf dem iPhone 12 und 13 an. Nicht zu sehen, würde ich sagen, ohne Lupe und ohne Superaugen. Muss man aber auch gar nicht, man kann ja auch ein bisschen reinscrollen und... ich sehe jetzt auch, dass hier bei den Pet-Helden immer so eine Tatze da ist, aber bei allen ist ja eine Tatze und eigentlich hat ja vermutlich nur der Jack eine Tatze. Ist aber nicht so tragisch. Wir wollen mal gucken, wie sich das Ganze jetzt nach so einem Angriff auswirkt. Und habe so eine ganz normale Armee fertig. Ich würde sagen, wir gehen auch gleich in die Suche rein, um dann zu sehen, wie das mit der... Oh, First Click, Leute. Jesus. Okay. Eine Mille. Das freut den Toti ganz besonders. Und wie sich das Ganze verhält, denn hier auf dem Feld sieht man das natürlich nicht. Ja, hier auf dem Feld sieht man das natürlich nicht, dass hier irgendwo noch so eine Anzeige ist. 1, 2, 3. Oh, da brauchte ich nur einen Mauerbrecher. Boah, da habe ich ein bisschen viel genommen jetzt gerade. Naja, gut, ist nicht so schlimm. Habe ich gerade echt ein bisschen übertrieben. Da sieht man das natürlich nicht, sondern das sieht man dann nur in der Regeneration. So, gehen die da noch durch? Jupp, da geht es noch einmal durch. Perfekt. Der Adler ist weg, aber... jetzt gucken wir mal, dass wir die da eben mal wegmachen. Sonst geht die Queen da noch weiter rüber. Die soll eigentlich ein bisschen zurückgehen, oder? Was macht jetzt mehr Sinn? Ah, die wird nicht mehr zurückgehen und meine Heiler dort werden dort... weggematcht, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier rauf. Den schicken wir hier hin. Hier. Oh, springen wir rüber, habe ich gedacht. Ah, das war doof gesprungen jetzt. Das war doof gesprungen. Ich nehme mal den Schleuderer hier. Den habe ich noch nie genommen. Der muss auf Boden. Und den hinterher. Und vielleicht springen wir hier hinten nochmal. Müssen wir mal gucken. Jetzt habe ich ein bisschen gerade nicht aufgepasst. Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Oh, der X-Bogen, der ballerte aber heftig. So, wo haben wir denn noch was zu heilen? Oh, unsere Heiler sind alle weg. Yo. Alles klar, unsere Heiler sind leider alle weg. Da müssen wir hier hinten nochmal so ein bisschen was in die Pflicht nehmen. Oh, was macht denn der hier eigentlich?
Okay, was macht der? Oh, der macht drei Mauern weg, alles klar. Sehr cool. Ist natürlich nicht so das Gelbe vom Ei, würde ich sagen. Not, not the yellow from the egg. Ich dachte jetzt, der schmeißt die Klamburg-Truppen vielleicht in die Mitte Richtung Rathaus. Aber das macht er gar nicht. Der hinterlässt immer so ein Gift hier, ne? Kann das sein? Wenn er denn kaputt geht. Beziehungsweise, nee, das ist das Feuer. Okay, das ist das Feuer. Aber doch ganz gut was geholt. Jetzt gucken wir gleich mal, was das für Auswirkungen auf die Helden hat. Und dann habe ich gerade gehört, muss ich sowieso mal tatsächlich ans Telefon. Da hat es jetzt mehrmals gebimmelt. Aber wer eigentlich von uns was will, der ruft einfach auf dem Handy wieder an. Aber trotzdem gehe ich da gleich mal ran aus aktuellen Anlass, denn die Einschläge des immer noch umlaufenden Virus kommen hier auch näher. Ihr wisst, was ich meine damit. Und nun ja, so sieht's aus. Na, ein bisschen haben wir ihm noch gelassen. Jetzt gucke ich mal, wie das beim Heldenreck ist. Ich habe jetzt natürlich keinen Boost an. Aber hier müsste jetzt natürlich... Oh, das ist ganz leer. Okay. Und aber meine Helden sind voll. Okay, jetzt sind meine Helden voll, aber ich habe kein extra Leben. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal angreife, könnte ich direkt machen. Das ist natürlich cool, könnte ich direkt machen. Dann sind die Helden auch weg und es muss sich beides wieder aufbauen. Also im Moment habe ich nichts, ich habe keine extra Lebenleiste mehr. Okay, ich frag die Klamburg-Truppen ruhig an. Und mache aber direkt einen Angriff mit euch danach, weil meine Helden sind ja da. Das ist natürlich cool. Aber danach sollten sie dann wirklich weg sein. Und extra Leben haben sie jetzt nicht mehr. Oder die extra Lebensleiste ist jetzt erstmal auf 0. Das heißt, das Herz ist leer. Das Herz ist leer und der ist gut. Was haben wir denn jetzt? Oh, jetzt habe ich eine ganz andere Armee hier. Aber immer noch, ich kämpfe im Moment mit den kleinen Mauerbrechern. Was heißt mit den kleinen Mauerbrechern? Mit den normalen Mauerbrechern kämpfe ich im Moment. Ich will jetzt nicht sagen, dass mir die ans Herz gewachsen sind. Aber sie sind mir ein bisschen ans Herz gewachsen. So, 1, 2, 3. 1, 2 noch hinterher, falls die doch nicht ankommen. Ah, die kommen aber durch, okay. So, da muss ich jetzt aber hier so ein Champion... Oh, den Hunter zu spät geworfen. Oh, der Hunter zu spät, oder? Ah, das war, okay, das ging doch noch gerade so gut. Denn auf der anderen Seite war ja nur der Gladiator. Da ist jetzt der Feger, da ist auch ein Feger. Lästig, wirklich lästig. So, das machen wir mal so. Ich hab ja nichts in der Clanburg, deswegen nehmen wir doch mal die mit da rein. So, das ist ein Single, glaube ich. Wollte eigentlich einen Wut noch behalten. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Queen bleibt bei uns. Ja, und jetzt muss ich natürlich gegen den Feger da. Das ist echt dusselig. Das ist wirklich mehr als dusselig. So. Den da mit rein. Rollt Champion. Rollt hier auch rein. Komm, komm, komm. King nicht versagen. Und Fries war gut. Fries war in Ordnung. Ja, sieht noch ganz gut aus. Und der Fries. Ah, noch viel besser. Da war gleich der Inferno sogar noch mit drin. Sehr gut. Keine Clanburg-Truppen. Ich nehme den jetzt schon mal in die Pflicht hier, dass der Inferno da jetzt weggeht. Inferno ist draußen. Ich habe noch, ich wollte gerade sagen, ein Flugtier. Wie heißen die nochmal? Muss ich gleich nochmal nachgucken. Flugdrachen? Fluchdrachen. Nee, Luftskelette oder sowas. So, da geht's da noch weg. Was macht der Magier da? Der hätte da jetzt eine Lücke gehabt, der Magier. Um an das Lager hier zu kommen. Vielleicht läuft er nochmal zurück. Ja, macht er. Ui. Welch KI. Krass. Okay. Das hat er gesehen. Perfekt. So. Der ist auch immer noch am Leben da. Wunderbar, aber ich denke mal, bis zum Ende wird das nicht mehr schaffen. Da ist noch ein Bogenschützenturm. Das wird er nicht mehr. Das sind sogar noch zwei. Das wird er nicht mehr packen. Aber gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Und jetzt bin ich gleich mal gespannt auf die Heldenanzeige, wie die gleich leuchtet oder nicht leuchtet.
Und wenn ihr übrigens mehr von mir sehen wollt, einfach einen Kanal abonnieren, liken nicht vergessen, vielleicht einfach auch mal wieder einen netten Kommentar schreiben an den lieben Toto. Und jetzt bin ich mal gespannt. Richtig, es gibt 4-Sterne-Bonus. Eigentlich ist es bei mir immer so, wenn ich im 4-Sterne-Bonus bin, dann bin ich in der Liga ganz, ganz unten. Aber im Moment geht es ja in Champ 1. Boah, schmeckt. Schmeckt, würde ich sagen. Und jetzt recken die natürlich. Jetzt habe ich gar nichts. Wir gucken uns hier mal den Royal Champion an. Also 28 Minuten. So ein bisschen wird ja die Wartezeit, glaube ich, mit draufgerechnet. Und die Zeit, die der Angriff dauert. Das heißt also, in dem Moment reckt er eigentlich schon im Hintergrund nach. Deswegen hat man jetzt auch schon so ein bisschen roten Balken wieder Richtung ich lebe gleich wieder. Und dann und danach füllt sich dann vermutlich auch erst wieder die andere Leiste, die da heißt, ich muss nochmal nachgucken, da muss man sich jetzt erstmal dran gewöhnen, extra Lebensleiste. So, die extra Lebensleiste, so ist das. Die anderen Sachen, lass mal eben nachbauen. Die anderen Sachen sind natürlich auch sehr, sehr cool geworden, muss ich sagen. Vor allen Dingen hier in meinem Clan. Die Sortierung finde ich sehr, sehr gut. So, jetzt muss ich tatsächlich die Aufnahme gerade mal beenden, weil das Telefon doch ein bisschen hart geklingelt hat. Aber ich bin stehen geblieben hier bei den Mitgliedern und bei den Sortierungen. Meiste Trophäen hat im Moment bei uns 6 Pistol. Und im Moment sehen wir hier noch nichts. Also man sieht Ältester, man sieht auch die, die noch gar nicht, vermutlich noch nicht eingeloggt haben oder halt haben halt nur keine Liga. Ich meine, das Matterhörnchen hat hier ja schon Truppen erhalten. Also irgendwie war er ja schon da. Er muss ja angefordert haben. Aber wenn wir hier mal reingehen, man kann jetzt natürlich nicht sagen, ich möchte jetzt letzter Besuch haben, sondern man kann hier nur raufgehen und kann hier Pfeil hoch, Pfeil runter. Höchster Rathauslevel ist natürlich auch im Moment dementsprechend der Sexpistol. Vielen Dank für die Truppen. Nach Rolle. Ja, habt ihr gerade gesehen, hat sich das natürlich verteilt hier. Uschi ist hier Anführer und wir werden aber gleich sehen, dass es nicht so toll ist, dass Uschi hier Anführer ist, denn Uschi war jetzt schon länger nicht da. Meistgespendete Truppen, okay. Vize-Anführer, meist erhaltene Truppen. Höchster EP-Level, meiste Trophäen. In irgendeiner Ansicht konnte ich das sehen. Das habe ich eben noch gesehen, wann die das letzte Mal da waren. Bin ich denn jetzt blind? Das stand da drunter, unter dem Namen. Stand diese Woche gesehen, letzte Woche nochmal gesehen. Sag mal, das gibt's doch gar nicht. Wieso sehe ich das hier nicht? Naja, okay, wir können Sex Pistol mal zugucken hier im Nachtdorf. Oh Gott. Okay. Nachtdorf. Weggucken, wenn ihr es nicht wollt, skippen. Einfach wegskippen, die 2 Minuten. Und aber ich konnte das eigentlich sehen im anderen Clan. Ich schalte jetzt gleich mal in den anderen Clan um. Da konnte ich ganz klar sehen, wer wann das letzte Mal da war. Und da stand dann vor einem Tag oder vor einer Woche oder so. Oder steht das da vielleicht nur tatsächlich dann, wenn jemand erstmal einen Tag weg ist. Und da steht nicht so ein kürzlich gesehen oder was auch immer. Kann natürlich auch sein. Ich glaube, so ist das auch, was es damit auf sich hat. Und Sex Pistol ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich baller die Truppen raus. Da gehe ich jetzt raus. Entschuldigt bitte. Ganz klar mehr trinken. Und das gibt es hier scheinbar gar nicht. Aber eigentlich müsste bei Uschi stehen, vor langer, langer Zeit mal gesehen, hier unten. Im anderen Clan war das eben so. Wirklich. Das wundert mich jetzt gerade wirklich so ein bisschen. Dass da nur steht Ältester, Ältester, Ältester und die Sortierung hier. Höchster Rathauslevel nach Rolle. Meistgespendete Truppen. Meist erhaltene Truppen. Höchster EP-Level. Okay, das ist der Thorsten. Mit 246. Meiste Trophäen. Ich muss mal eben in den anderen Clan gehen. Ah, bevor ich in den anderen Clan gehe. Ja, hurra. Ja, endlich sind sie da. Die Slider hätte man ja schon vor 14 Jahren einbauen können. Aber nein, irgendwas müssen sich die Entwickler ja immer so ein bisschen im Petto halten. So nach dem Motto, naja, wir könnten es jetzt schon machen, hat sich wahrscheinlich einer 2013 gedacht. Wir könnten hier Slider einbauen, aber lass mal erst 2022 einbauen. Bis dahin müssen die Leute halt so lange das Spiel spielen, bis sie endlich Slider haben hier, um die Soundeffekte und die Musik hoch zu machen. Was mir aber aufgefallen ist, wenn ich hier meinen Account wechseln will, normal, glaube ich, stand da, war da immer so ein kleines Rathaus-Symbol, glaubte ich zumindest gesehen zu haben. Wir gehen mal auf die Lela, das ist der Chef im anderen Clan. Und ich meine, da habe ich das so gesehen.
Ich meine, da habe ich das heute noch so gesehen. Lass mal gucken. Mein Clan. Ja, guck mal, hier sieht er das. Ach. Okay. Toto, wach mal auf. Toto, wach mal auf. Ja. Kurz mal an den Kopf gedonnert. Hier sehe ich es natürlich auch, weil Avatar ist, glaube ich, Vize. Das sind ja nur Vize und Anführer. Richtig. Und hier sieht man das kürzlich online, kürzlich online, kürzlich online. Vor mehr als einer Woche online. Matterhorn. So, so, so. Und vor einem Tag, der Ergelati. Vor zwei Tagen, Leute, was ist mit euch los? Vor mehr als einer Woche online, Farnsworth. Vor mehr als einer Woche und vor mehr als einer Woche, Uschi. Mensch, den muss ich mal wieder einloggen. Also hier sieht man das natürlich. Ich war auf Lela, die ist Anführerin. Also damit hat sich das geklärt. Finde ich aber sehr, sehr gut. Diese Sortierung, dass man mal ein bisschen anders sortieren kann. Da kann man dann mal genau ja, sich die Leichen raussuchen und dann mal sagen, Kick. Und mit netten Text kannst du wiederkommen, wenn du aktiver bist. Das müsste ich mir natürlich auch sagen. Klar, gar keine Frage. Die anderen Sachen, glaube ich, finden wir Stück für Stück raus. Das mit dieser komischen Maschine, das muss ich jetzt mal checken. Die baue ich jetzt gerade nach. Hier beim Avatar bin ich mir auch noch nicht sicher. Ein bisschen muss ich noch was bauen. Wenn auch nicht mehr so super viel. Aber glaube ich, kann ich auch noch hier rausholen. Dann kriege ich meinen letzten Bohrer hier auch gebaut, oder? Oh, ich muss noch zwei Gold. Oh, ich muss sogar noch. Ich muss hier sogar noch mehr bauen. Eine Goldmine noch. Ein Elixiersammler noch. Und komm, einen haben wir noch, eine Goldmine. Und dann muss ich nur noch einen Bohrer hier und dann war es das. Kann hier sicherlich ein paar Mauern machen im Pass. Muss ich auch noch 6 Stunden reinhauen. Alles klar, Leute. So, damit die Folge jetzt wirklich nicht so lange wird, bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr wollt noch mehr Folgen von mir sehen, so dass ich wieder ein bisschen mehr clashe. Vielleicht auch ja, übers Live gehen will ich mich noch nicht wirklich mit euch unterhalten. Das müssen wir mal gucken, wie und wann das mal wieder klappen könnte. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, euer Toto. Clasht!